Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Thief. Ihr seht es im Hintergrund eh. Wir befinden uns aktuell noch im Bordell und zwar in Madame Zhao Zhaos Büro, in dem es scheinbar einen Geheimgang gibt und ich traue mich wetten, dass er sich da hinten befindet, natürlich. Aber wir sind hier noch nicht ganz fertig. Wir werden natürlich noch alles komplett ausräumen. Und auf geht's. Zack. Jetzt nein, nicht anlehnen. Öffnen. Da haben wir einen Spiegel und eine Geldbörse. Ein Rasierset. Wozu hat eine Dame ein Rasierset hier drin? Aber gut. Klo im gleichen Zimmer, in dem man schläft. Was haben wir hier? What was that? Ah! Ich habe keinen Mist. Mir fehlt der Code. Das Geld. Ich will da noch nicht rein, ich will erst den Code. Cool. Hier war ich vorhin auch noch nicht. Ich bin einfach dran vorbeigelaufen. I'll take this. New Collectible. Jawohl, das hätte ich ja tatsächlich fast verpasst. Gut, finden konnte ich jetzt auf die Schnelle leider nichts. Dann schauen wir doch mal, was wir hier finden. Ja, wo ist der Knopf? Da war er. Und einen zweiten muss es auch noch geben. Der ist da. Halt, da. That's awesome. Let's see what's worth hiding in this house of whispers. Oh, komm ich da? Nein, ich komme da nicht mehr rein. Mist, so viel zum Tresor. Shit. So ein Shit. Okay, jetzt mache ich grundsätzlich aus. What? Ach so, da treiben es welche oder wie? Das kriegen wir doch mal einen Blick. Na, die haben ihren Spaß. Na gut. Sehr interessant. Es ist halt ein Bordell. I don't like this music. Was gibt's hier zu sehen? Are you gonna do more than just walk in front of me? Maybe a little touch. Oh, hello. Oh, I'll just do a wee bit harder next time, and just a bit. I kind of like that. Oh, now I've lost you again. Where have you gone? Oh, pinch my nipples a bit, would you? Oh, oh. That was lovely. That was nice, love. Give it to me harder. Just a little harder. Oh, come on. Give me all you've got. Give me all you've got. Come on. You can do better than that, my love.
Harder! Come on! You want more? Yes, more. Give it to me. Oh, one more. One more. Oh, you are beautiful. That was nice, love. Give it to me harder. Just a little harder. Ach so, das wiederholt sich jetzt immer. Na gut. Give me all you've got. Give me all you've got. Come on. You can do better than that, my love. Sehr spannend. Harder. Come on. Holy shit. So, was gibt's hier? Lilac, I think you do it on purpose. No, I don't like to wait. Man as important as I in the Baron's service will always insist on perfection. Is that why you always pick me? Oh, Master Eastwick, you do know how to make a girl feel wonderful. Lilac, please, do try to listen. Oh. Give me all you've got, come on. Loathsome week of planning the new pipe house and Cinderfall over the heads of administrative idiots. Come on. You want more? More? Give it to me. I need a soft hand to smooth out the knots. My wife has fingers like bird's claws. Ooh, a new building, Master Eastwick. Tell me, which one is your finest? There's a sauciness about you this evening. Just a little harder. Come closer. I might just permit you to hear it. As my master commands, I'm all ears. Harder! Come on! I can't hear anything. Give it to me. Oh, one more. That's one not more. Good. Ich will auch was hören. Beautiful. That was nice, love. Oh, da ist ja was. Just a little harder. Come on. Give me all you've got. Give me all you've got. Come on. You can do better than that, my love. It's a striking shape. Not. Harder! Come on! And it's the biggest in the city? More? Give it to me. Without a doubt. It took the hands of 100 men to erect. You really are so talented. Draftsmen have talent, my dear. I have a gift. I was tasked to create the most secure building in the city. And indeed, I did. Come on! Give me all you've got. Give me all you've got. Come on. You can do better than that, my love. Harder. Come on. You want more? Yes. More. Sind jetzt fertig mit reden? One more. Sieht so aus. You are beautiful. Vielleicht haben sie doch noch was zum Sagen. Irgendwie. Hier geht's ja dann nicht weiter. Nee, die liegen nur rum und schauen sich an. Interessant. Der lässt sich immer noch verprügeln. Wenn man nichts Besseres zu tun hat. Ich die Kerze hier nicht ausgemacht. Mir wäre so gewesen. Zsa Zsa mentioned in her journal. Mm-hmm. This is older than the House of Blossoms. Ah. Okay. Warte. Woher weiß ich? Ah. Das oberste Symbol schaut mal so aus. Warte, das ist schon mal das. Oh. Nein, kann nicht funktionieren. Warum sehe ich das zweite Symbol nicht? I know this bird scratch. It's one of the markings on the medallion. There must be more. Discover the remaining symbols. Sind die vielleicht hier drin? One more. Die Carvings.
Ja, da hinten. Okay. Dann muss hier noch eins sein. Da hinten. Das sehe ich ja so schon. Zwei von vier. Ach komm. Das habe ich doch jetzt gerade schon gesehen. Das ist Nummer 3. So. Und das letzte. Muss doch hier auch irgendwo zu finden sein. Ah, wahrscheinlich dann da drin. Hello, my pretty. The madam says you're new. Don't touch me. You're not in control here. I am. You'll give me what I want, or I'll... Don't touch me. Okay. Interessant. Hat er bekommen, was er verdient hat. So, das ist das vierte Symbol. Now to align the symbols. So. Ah, okay, jetzt zeigt er mir sogar die richtige Reihenfolge. Ist ja toll. Das ist ja mal toll. So. Na dann. Holy shit. Na, wenn das keiner gehört hat. Dann weiß ich aber auch nicht. Cool, ich liebe so alte Ruinen. Sowas finde ich immer richtig geil. For a long time. But history lasts day to day in this city, and it keeps its secrets close. We have that much in common. Ja, wir haben so viel gemeinsam. Wir behalten unsere Geheimnisse für uns. Wie es sich gehört. So, auf die Seite mit dir. So. Nice. Gibt's hier noch irgendwas? Nö. Das ist eine Platte, die irgendeine Falle aktiviert. Oh. Hängt da eine Ratte drin? Sieht so aus. Was hat die Platte aktiviert? There must be some way to disable these ancient traps. Ist schon erledigt. Achso, das sind die Pfeile. Gut. Oh, haben wir gar keine Musik mehr? Es ist viel zu leise. Forgotten Ruins. Das da hinten sieht doch schon mal aus wie ein Schlüsselloch. Aber selbstverständlich schauen wir hier ganz kurz, ob es nicht irgendwas gibt. Davon steht schon mal was. Inventar voll. Okay, das ist nur was zum Schmeißen. Da kann man wieder die Falle deaktivieren. Was wir auch tun. Picklock. Da drin gibt es doch bestimmt irgendwas. So, und so. What? Muss ich hier erst später hin? Garrett, geh nicht auf das Licht zu. Der Raum ist immer richtig cool.
Bringt mir nur gerade noch nichts. Was ist denn das für ein komisches Geräusch? Dann gehe ich wieder hinauf. Und tatsächlich dahin, wo ich hin soll. Zur Abwechslung halt mal. Muss man ja auch ab und zu, wenn man weiterkommen möchte. Was gibt's hier? Da hinten gibt's eine Truhe. Die wir selbstverständlich öffnen. Nur alte Bücher. Super. Na, ganz toll. So, hier gibt's nix. Der Weg war verschüttet, beziehungsweise ist verschüttet. Los, hüpf. So, schön leise. Wer weiß, was in diesen... What? Ich wollte gerade sagen, schön leise, wer weiß, was hier alles rumkreucht und fleucht. Und da hat man es auch schon gesehen. I don't like this. I really don't fucking like this. Türen ohne Griffe gab's also auch schon, als das da erbaut wurde. Ist schon mal gut zu wissen. Und ich sollte... ...etwas davon nehmen. So, jetzt kann ich auch wieder meine tolle Diebessicht benutzen. Bevor ich weitergehe, schaue ich hier natürlich rein. Beklag! Da drin muss es was Gutes geben. Wenn man... ein Schloss öffnen muss, um daran zu gelangen, dann kann es nur wertvoll sein. Oder auch nicht. Na gut. Vielleicht auch tatsächlich nicht. Gehe ich da unten lang oder hier oben? Ich gehe jetzt mal hier oben lang. Ich schleich mich lieber von oben. Ich find a book, Orion, not a whole library. Must be hundreds of tomes here. Search the abandoned library for the book. Okay, tun wir das doch. Ganz schön verwinkelt hier drin. Aber der Pfeil zeigt natürlich nicht genau aufs Buch. Mist. Jetzt habe ich kurz gedacht, dass er mich direkt zu dem Buch führt. Hüpf. Und dann beginnt die Suche, beziehungsweise, oh, was haben wir da? Okay. Nichts zu sehen. Halt. Falsche Taste. Daran kann man hochklettern. Gibt's da oben noch irgendetwas Tolles? Hopp. Hopp. Achso. Bin ich wieder hier. Ah, habe ich vorhin geschaut. Okay. Ist doch nicht so verwinkelt. Es gab einfach nur zwei Eingänge zu diesem scheiß Raum hier. That's it. That's all. So, wo ist dieses Scheißbuch? Wahrscheinlich in dem Regal da links. Gehe ich ehrlich gesagt von aus. Da ist noch was Wertvolles drin. Hier müssen wir das Schloss knacken. Was wir selbstverständlich tun. So, aufmachen. Auch nichts mega Wertvolles. So, da das Regal ist ja schön beleuchtet ist. Ja, genau. Habe ich mir gedacht. So, Sesam, öffne dich. Underground Ruins, Library Towers. I'll head for the central tower.
Was gibt's da oben? Achso, ich wäre auch so dahin gekommen, ohne durch das Bücherregal zu gehen. Okay. Hoffentlich läuft mir dieses komische Etwas, das ich vorhin gesehen habe, nicht über den Weg. Aber es ist ja auch richtig coole Atmosphäre hier unten mal wieder. Sowas gefällt mir ja richtig gut. Ach so, hier habe ich durchgeschaut. Okay. Hopp. Hier hinein. Ist hier drin irgendwas? Nope. Die Tür öffnet sich auch nicht. Das Logo sieht fast aus wie das Assassin's Creed Logo. Mit viel Fantasie. Dann drehen wir doch hier mal. Dann dreht sich die Treppe offensichtlich mit. Interessant. Now that's useful. Now that's useful. Was kannst du laut sagen? Hier geht's durch. Hier gibt es eine Münze. Gut. Sehr gut. Da unten ist was. Hopp. Sehr gut. Die Treppe kann ich drehen. Schauen wir doch mal, was da passiert. Kann nur nützlich sein. Oh. Holy shit, what is this thing? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher, ob ich es wirklich wissen will. So, aber jetzt muss ich zu der Treppe darüber. Wie komme ich denn da rüber? Ne, warte, wenn ich die drehe, komme ich da nicht mal mehr rauf, das Thema. Drum habe ich sie ja vorhin überhaupt das erste Mal gedreht. Schon das Licht an und jetzt sollte es mir möglich sein, darüber zu kommen. Yes, I fucking did it. Wo ist dieses Mistvieh hin? Das ist da hochgeklettert irgendwie. I don't like this. Habe ich das schon erwähnt? Neuer Raum. Da hinten ist wieder eine Kiste. Wieder nur mit Büchern. Ja gut, er sucht ein Buch. Aber trotzdem. Was ist das für ein Geräusch? Die Nummer 4. Hopp. Okay. Educated guess. This is the book I came for. But steal it. I'll have to release it. Remove the ritual book. Okay, hier muss ich wieder mit dem Ding hier arbeiten. Und die Symbole sind wieder angezeigt. Das ist ja geil. Sind das immer noch die gleichen? Werde ich gleich merken, befürchte ich. So. Zack. Yes. The book is mine. Take it. Cornelius. Q.
What? I've got the book. This has been a night under the town to remember. Glaube ich auch, ja. Was liegt hier? Ancient. Hey. Ah. Hier gehen die ganzen Türen auf. Ist ja toll. Holy shit. Ach, die haben alle irgendwas. Ja? Ist doch auch irgendwas passiert, oder nicht? Hm. Es hat sich irgendwie nicht gedreht. Ach. Da sind Seile, aber irgendwie stört mich jetzt gerade, dass bei dem einen nichts rauskommt. Hopp. Ich hoffe, dass ich diesem komischen Etwas nicht über den Weg laufe. Das hoffe ich wirklich sehr. Das wäre, glaube ich, eine recht unschöne Begegnung. Oh oh. Ich höre wen. Wo habe ich denn gerade wen gehört? Ah, reinlassen. Und hier haben wir angefangen. Und jetzt, nach Möglichkeit, schnell raus hier, bevor das Tierchen doch noch auf die Idee kommt, dass es uns ja verfolgen möchte. Muss ja nicht sein. Oh shit. She gets about not knowing things. Then here's the twist. Who opened the door? We'll rake around and find out. We should split up. Die haben doch das gehört. That's easy for you to say. You're carrying the torch. I get the torch. I cheated cards. There's fair. What? Are you still bleeding on about that freaking card game? I was beating you Pelican from Mac. Ja, solange die am Diskutieren sind, verkrümel ich mich. Ich muss da wieder rauf. Holy shit. Die haben nichts mitbekommen. Dafür war ich zu schnell weg, aber da vorne könnte noch einer sein. Hier sind jetzt überall Fackeln an. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Sag mal. Was soll denn das? Go away from me. Geh weiter. Ja, gut, er geht vorbei. Puh. Glück gehabt. Nochmal Glück gehabt. Sollte ich tatsächlich unbehelligt hier rauskommen? Ich habe bloß da gerade noch wen gehört. Und down mit dir. So. Ich nehme mich mal mit und pack dich irgendwo hin, wo dich keiner findet. Im besten Fall. Ja, hier wird schon keiner lang gehen, hoffe ich. So, hinschmeißen. Und da kommt jetzt auch hoffentlich keiner mehr. Doch da vorne steht noch mindestens einer. That's not the good day.
Hello? Fellas? Are you there? Oh shit, der war knapp. This is horseshit. Sie sind standing halfway down some pit. Tee. Ich muss darauf, ich muss an das Seil ran. So. Same nightmares every night. Go away. What's under the city? Not just freaking story. Tja. Stories and stories. Bevor er sich umdreht, während ich an dem Seil raufklettere, das möchte ich dann auch nicht. Aber dich legen wir hier ins Eck. Klettern darauf. Hüpfen an das tolle Seil ran. Springen von Seil zu Seil, wenn es funktioniert. Sonst sterben wir. Ja, es hat funktioniert. Ha! That's fucking awesome. That's just fucking awesome. Sowas. Schön dann lang. Oh. Where is he? Punish me, mother. I've been bad. So bad. Wait! Don't touch me. My leg hurts. What's the matter, General? Mummy, a little too much for you. Never speak of my mother like that again, you little whore! Ow! Get over here! What's going on here, General? No! That's it. Take your black tax and get out of my house. Touch her again, and I'll cut your balls off. Don't test me on this. Oh, oh. You! Filthy rat. I'm gonna kill you. Thief! You ought to be nicer with the ladies. You're gonna regret this. Der Typ müsste da drin eigentlich verbrennen. 30 Secrets completed. Predator, you used aggressive actions and overcame opponents by any means necessary. Hatte ich nicht irgendwann mal gesagt, dass ich versuchen wollte, mehr in Richtung Ghost die ganzen Aufträge zu erledigen? Na gut, vielleicht wird das ja noch. Mal schauen. Collection Display updated. Confirm. Das war Level Nummer 3, Dirty Secrets. In der nächsten Folge werden wir die Stadt weiter unsicher machen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Kommentar da und gebt einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, bis bald.